Hi Leute, herzlich willkommen zu einer Folge LS19 auf der Geiselsberg. So. Ich hab's seit den letzten Tagen nicht geschafft aufzunehmen, weil wir Multiplayer gespielt haben. Und dann nehme ich das letzte gern auf. Das ist also ein bisschen kacke. Ja, die Felder, die sind in der vorletzten Wachstumsstufe, müssten die sein. Die Wiesen haben wir schon alle abgemäht. Die bin ich gerade am Einsammeln, weil. Morgen wahrscheinlich. Muss mal gucken. Also es wurde Regen angekündigt. Donnerstag. Ja. Wurde Regen angekündigt. Deswegen, ich wollte eigentlich Heu machen. Aber ich glaube, das ist mit Heu alles ein bisschen kacke. Wenn es nass wird, dass es noch weg ist. Deswegen, mache ich alles ins Fass wieder rein, Decks zu und fertig ist es. Gut ist. Also Silage brauchen wir sowieso, von daher. Ich muss eigentlich. Ich weiß nicht, so ganz so hier die Feldeinfahrt ist. Ich fahre nicht ganz nach hier rein. Wenn es das Feld ist, was ich meine. Aber hier vorne fahre ich auch nicht. Genau hier fahre ich rein. So, du musst ja die Wiese noch aufsammeln. Ich muss auch so viel aufsammeln. Ich weiß gar nicht, ob ich noch schaffe, rumreden. Kurz was gucken. Ich war noch im Discord drin. Ja. Ich habe die Wiese ja schwaden lassen, ne? Ich glaube, hier fehlt ein bisschen was. Ja. Lass ich das halt liegen. Ja, mal sehen, wie das dann aussieht. Wenn der Regen kommt, ob das da alles weggeht oder wie viel weggeht überhaupt. Weil im 17er ist ziemlich viel weg. Ne? Deswegen fahre ich das lieber so ein. Oh, ich freue mich schon so aufs Dreschen. Das wird geil. Kritikale Dreschen. Wir haben jetzt einen John Deere Drescher. Oder der, der mitspielt, der hat einen John Deere Drescher. Wir sind mittlerweile sogar schon zu viert im Server. Der gegenüber von meinem Hof, der hat einen John Deere Drescher sich gekauft und der drescht ihn von uns. Wir haben so ein paar Maschinen, die wechseln wir uns immer so ein bisschen aus. Zum Beispiel den Rudolf Plattformanhänger. Den hat er sich jetzt gekauft, den kann ich mir auch mal leihen. Die Schwaden. Kann er mir auch mal machen. So Sachen halt. Wenn ich mal keine Zeit habe. So, das ist mal gerade liegen. Hat er anscheinend vergessen. Ja, ein bisschen. Aber das hat er mir alles geschwadet, das wisst ihr. Ich verstehe, warum das eine Heu ist und der andere noch Gras. Also. Wird alles Gras komisch, ja. Bin ich wieder voll. Also, es geht eigentlich schon mehr Trag hier.
Das ist, dass es nicht gedüngt ist, gar nichts. Der geht schon gut vorwärts, der Fan. Ey, Gruner. Ey, hoch ist es so eine Sache. Zum Beispiel wäre ich schon wieder ein. Naja. Ups. Mir der ist. Also schön ist er ja nicht, ne? Aber der ist schon wieder so hässlich, dass es wieder schön ist, ne? Das ist das Problem mit dem Scheißding. Der Unimog ist schön. Der Unimog, genau. Der MW-Tra. Der ist echt schön. Jetzt wieder neuen Rädern, noch neue Räder drauf gemacht. Das sieht ja echt fett aus. So, dann verteilen wir das doch gleich. Gelumbe hier. Warum der jetzt ausgegangen ist, verstehe ich auch nicht. Egal. Es geht eigentlich relativ schnell im Verdichten. Jetzt schon. Schon 1 Million. Was? Nee, oder?
100.000. Ja. Ich hab mich schon gewundert, wenn das schon eine Million wäre. Da bin ich so dumm für die Zahl zu lesen. Aber nee, ist nicht. 100.000. So voll wird das andere Silo, also. Aber wenn man das immer gleich wieder verdichtet, dann geht es eigentlich relativ schnell. Wenn man jetzt 20 Ladewegen drauf gibt, dann dauert es natürlich lang, ne? Das ist klar. Aber gleich wieder verdichten, geht es voll schnell. Die letzten paar Prozent, ne? Sehr klar, dass es länger dauert. Fertig. So, das war's dann von der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo lassen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.